Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. Herzlich willkommen zu einer neuen und diesmal sehr sportlichen Folge von Johann Laffers Genuss-Podcast. Der Autor, Unternehmer und Starkoch hat wie in jeder Ausgabe einen besonderen Gast, der seine Lebensgeschichte teilt, über das richtige Lebensrezept mit ihm philosophiert und natürlich gibt es auch eine kulinarische Überraschung. Steffen Baumgart kam am 5. Januar 1972 in Rostock zur Welt und begann nach seiner Schule mit einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und später Bereitschaftspolizist. In eine sportliche Familie hineingeboren, war sein Fokus schon immer auf den Fußball gerichtet. Und so begann er seine Spielerkarriere beim SG Dynamo Rostock-Mitte. Nach der deutschen Wiedervereinigung zog es Baumgart nach Niedersachsen zur Spielvereinigung Aurich. Seine Profikarriere als Mittelfeldspieler begann er dann 1994 bei Hansa Rostock. In 225 Bundesligaspielen erzielte Baumgart 29 Treffer. In der zweiten Bundesliga spielte er insgesamt 142 Mal und schoss dabei 36 Tore. Der erste FC Union Berlin und Energie Cottbus waren ebenso Stationen seiner Spielerlaufbahn, bis er sich 2009 als Trainer im Fußball engagierte und den ersten Posten beim ersten FC Magdeburg fand. Über den Co-Trainerposten bei Hansa Rostock, über Berlin und Paderborn fand Baumgart 2021 dann sein Glück beim ersten FC Köln. Dort wurde sein Vertrag bis 2025 verlängert. Seine authentische und sehr direkte Art machen ihn zu einer beliebten Persönlichkeit in der Fußballwelt. Lieber Steffen, ich bin wirklich glücklich, dass wir heute an einem Sonntag spielfrei hier in Köln in einem Studio entspannt sitzen. Ich bin ein Riesenfan. Ich werde auch gleich erklären, warum. Wie geht es dir? Das gibt immer zwei Sachen. Der Fußball ist im Moment natürlich, sagen wir mal, nicht das, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der mit dem Fußball zu tun hat. Aber persönlich, alle sind gesund, den Kindern geht's gut, meiner Frau geht's gut. Wir sind glücklich und ja. Und der Job ist nicht das, was wir uns von den Ergebnissen her vorstellen, aber der Job macht Spaß, trotz der schwierigen Situation. Wir wollen heute auch ganz klar Mensch und Sport trennen. Aber zunächst mal, was mich interessiert, ich meine, wir haben in der Küche oft so Situationen, da klappt das nicht. Immer dann, wenn es besonders gut sein soll, ist schlecht. Und umgekehrt, wenn es nicht so besonders wichtig ist, außergewöhnliche Qualitätsergebnisse. Ist es im Fußball ähnlich? Ja, im Fußball ist es ähnlich. Bei uns ist dann so, dass natürlich bei uns schreiben viel mehr mit. Na klar, wenn das erst nicht funktioniert, dann gibt es natürlich auch Kritiker. Bei uns ist dann eher so, dass auch jeder glaubt, dass er Fußball spielen kann. Also ich bin mir relativ sicher, wenn ich in ein Restaurant gehe und es schmeckt nicht, bin ich mir relativ sicher, dass ich es nicht besser kann. Beim Fußball hat man immer die Leute, die glauben, dass sie es wirklich auch besser können und genau wissen, was das Richtige ist. Nee, ich glaube, das ist wie überall. Du musst halt gucken, dass du trotz alledem bei dir bleibst und eben immer versuchst natürlich die Höchstleistung zu bringen und nicht nur an den besonders wichtigen Tagen, sondern eigentlich immer wieder versuchst dann wirklich dran zu bleiben. Aber das ist ja für mich so das Phänomenale, deswegen bin ich auch so begeistert, weil es ja in Deutschland viel zu wenige Menschen gibt, die zu dem stehen, was sie sind. Charakterstark, das sagen, was sie denken und an der Außenlinie wirklich in dem speziellen Fall total authentisch sind. War das immer schon so oder hat man das sich im Laufe der Jahre so ein bisschen angeeignet? Ich glaube, das kannst du dir gar nicht aneignen. Also ja, du bist so oder du solltest es lassen, weil alles andere wird dann, glaube ich, kommt dann auch nicht rüber. Und das nehmen die Leute dir auch nicht ab. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Also wenn du dich jetzt immer der Situation anpasst und sagst, jetzt darf ich nur so sein und jetzt darf ich nur so sein, dann wäre es heute eine Situation, wo wir nicht reden dürften, wo wir uns nicht anlächeln dürfen, weil es uns als Verein nicht so gut geht. Ja. Ich glaube, davon sollte man sich trennen. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass du, ich glaube, für mich wäre es schwierig, zwei Personen zu sein. Ich glaube, es wäre schwieriger, als das einfach zu sein, was ich bin. Das ist vielleicht einfacher für mich. Und deswegen denke ich auch nicht drüber nach. Ja, dann fangen wir mal ein bisschen in der Vergangenheit an. Geboren und aufgewachsen zunächst mal in Rostock, richtig? Ja, richtig. Und die Familie war sehr sportlich. Die Familie war sehr sportlich. Mein Vater hat, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene Sportarten gemacht, hat auch Trainer gemacht. Mein Opa war über 40 Jahre Trainer. Ja, von Anfang an alle sehr, sehr sportlich. War das damals in der ehemaligen DDR, ich sag mal, von den Voraussetzungen für den Sport nicht etwas noch besser als hier, weil man da sehr stark gefördert wurde?
Ja, aber man ist ja in den Sachen, was gefördert wird, ja besser. Also das ist ja, glaube ich, das Problem, was wir im Moment haben, dass wir einfach kaum noch fördern. Also ich fand immer das ganz gut, wenn du, wie habe ich immer früher gesagt, wenn du einen guten Lehrer hast, dann hast du auch gute Schüler und dann kommt meistens was raus. Da wir in allem sparen und leider die besten und die fähigsten Leute gar nicht mehr lernen oder lehren, um es mal so auszudrücken, wird das, glaube ich, nach unten immer ein bisschen schwieriger. Und das Gefühl habe ich gerade und deswegen, nein, wir wurden... Im Sport wurde sehr, sehr viel getan. Wir hatten alles ausgebildete Trainer, teilweise hochstudierte Trainer mit fünf Jahren Studium in Leipzig und so weiter und so fort. Das hat sich natürlich wiedergespiegelt. Wir müssen natürlich sagen, das war natürlich auch politisch gewollt. Gewollt. Das muss man auch sagen. Das heißt, das hat immer so zwei Seiten, die Medaille. Aber es hieß ja immer bei uns, es gibt bei uns immer ein Leistungsprinzip, wenn es bei uns in der DDR, und ich rede immer noch von uns, wie man merkt. Ja, ist ja gut. Wenn es ein Leistungsprinzip gab, dann gab es das im Sport. Ich habe mal mit der Moderatorin Kim Fischer habe ich eine Reise mal gemacht, Lafert lecker Osten. Und ich muss wirklich sagen, also vieles, was ich damals erleben durfte, schon ein paar Jahre her, da war nicht alles so schlecht, wie die Leute immer dann geredet haben. Ich fand zum Beispiel die Grundversorgung, gewisse Grundunterstützung war doch damals, fand ich, zumindest soweit ich das von außen beurteilen kann, war doch gut organisiert. Na, das war auch ein Hauptthema bei uns. Also bei uns gab es gewisse Dinge, waren sehr wichtig für uns. Ob es der Wohnungsmarkt war, der war zwar schwierig, aber jeder hatte die Chance auf eine Wohnung und auch eine bezahlbare Wohnung. Ich glaube, wir konnten alle sehr, sehr gut essen und wir hatten eine sehr, sehr hohe Qualität im Essen. Ja, und die Mangelwirtschaft, von der immer gesprochen wird, die gab es dann in anderen Bereichen. Aber gerade was Ernährung anging, was das Ganze drumherum, Schule anging, Lehre, das war schon sehr, sehr wichtig bei uns. Und da wurde sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und das wird dann immer sehr gerne ins Negative gemacht. Ich glaube, das ist auch der Grund, woran sich viele Leute heute dann gerade auch aus der ehemaligen DDR dran orientieren. Ja, wenn es eben nicht so läuft, dass diese Grundsicherung immer da war. Und die fehlt natürlich. Obwohl wir ein sehr, sehr großer Sozialstaat sind, aus meiner Sicht machen wir schon sehr, sehr viel für die Menschen. Und trotzdem waren da schon noch ein paar Faktoren, die halt noch ein bisschen anders aufgestellt waren. Zurzeit ja viel Diskussionen, Bürgergeld und so weiter, aber das ist nicht heute unser Thema. Zunächst mal gelernt Instandhaltungsmechaniker. Was ist das? Instandhaltungsmechaniker ist ein Beruf, den gab es in der BRD gar nicht. Nee, Instandhaltungsmechaniker ist ein Beruf. Ich habe es noch nie gehört. Nee, das ist ein Beruf gewesen oder eine Ausbildung gewesen. Wir haben Maschinen instand gehalten. Ach so. Im Westen wurden sie ausgewechselt, wenn sie kaputt waren. Und ihr habt sie repariert. Und wir mussten sie reparieren und sollten sie reparieren. Und da wurde dann wirklich geflickt, gemacht, getan. Und das war dann auch ein Ausbildungsberuf. Ja, den habe ich genauso gerne gelernt, wie das sich Ganze anhört. Und deswegen war das dann mit der Wende oder dann mit der Wende auch ganz schnell vorbei mit dem Job. Den gab es dann gar nicht mehr. Danach Bereitschaftspolizei. Ist ja auch spannend. Wird man nach einem Mechaniker Polizist oder wie? Nee, ich habe bei Dynamo gelernt, also bei Dynamo Rostock angefangen im Jugendbereich. Bin dann zu Dynamo Schwerin gegangen und bei uns gab es ja keinen Profifußball in dem Sinne, sondern wir waren ja an Betriebe angeschlossen. Und deswegen war ich zum Beispiel bei der Polizei, obwohl ich da nie gelernt hatte oder nie dabei war. Und dann mit der Wende wurden dann alle, die bei Dynamo dann angestellt waren, wurden dann Polizisten. Das heißt, ich habe sogar bei der Bahnpolizei angefangen. Ich weiß gar nicht, ob es die hier noch gibt. Es gibt natürlich Polizisten, die auf dem Bahnhof sind, aber die Bahnpolizei war direkt eine Einheit. Und dann wurde die Bereitschaftspolizei Schwerin gegründet und da war ich einer der Ersten, die in die Bereitschaftspolizei mit eingezogen sind. Und ja, habe das dann fast ein ganzes Jahr gemacht. Und dann kam eine wichtige Station in deinem Leben, glaube ich. Das war der Sportverein Aurich. Ja. Was ist da genau passiert? Wir haben ja vorhin gesprochen, was für eine gute Fußballausbildung wir hatten. Und, und alle von uns, wir sind mit 11 Leuten aus der ehemaligen DDR damals nach Aurich gegangen, weil wir die Möglichkeit hatten, einfach dann, wie soll ich sagen, nicht neu anzufangen, aber neue Ausbildung zu kriegen. Also einer meiner besten Freunde ist Steuerberater geworden, hat jetzt drei, ich glaube mittlerweile sogar vier eigene Büros. Der nächste ist in den Versicherungskaufmann gelernt. Ich habe dann Kfz-Mechaniker nochmal eine Umschulung gemacht. Und Autoverkäufer gewesen? Danach bin ich Autoverkäufer gewesen, weil auch da habe ich gemerkt, das Handwerk liegt mir nicht, das Erzählen liegt mir mehr. Also verkaufen konnte ich gut, Autos reparieren würde ich mich heute noch nicht ran. Also bis auf ein Rad wechseln und ein paar Sachen machen, war ich dann, glaube ich, kein guter Lehrling. Aber auch das habe ich zumindest abgeschlossen. Das heißt, ich habe es abgeschlossen. Die Lehre wollte die dann auch mit westlichem Standard haben.
Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt und die Jungs da in dem Betrieb auch, dass das nicht das Richtige ist. War dann auch nach der Lehre und nach meinem Ausflug in den Autoverkauf dann sogar im Sportladen gearbeitet, habe dann Schuhe und Klamotten verkauft. Auch das habe ich gemacht und dann habe ich das Glück gehabt, ein Angebot von Hansa Rostock zu kriegen. Ja, aber da muss doch das Fußballtalent oder beziehungsweise die Fußball, ich sag mal, das Fußballkönnen, das war ja da. Ich meine, hat man das erst so spät entdeckt oder wie stelle ich mir das vor? Na, ich bin mit 17 in die zweite DDR-Liga damals gekommen. Das heißt, ich bin als relativ junger Spieler, habe ich dann im Männerbereich gespielt und das gab es dann auch nicht so oft. Das ist heute auch selten. Aber trotz der Berufe, das alles zusammen. Ja, aber dann bricht mit einmal ein Land zusammen. Also das, was du kennst, das, was du, wo du aufgewachsen bist, das, was für dich wichtig war oder was du gedacht hast, was wichtig wäre, ist mit einmal weg. Von heute auf morgen ist alles weg. Alles weg. Und dann musst du dich entscheiden. Und dann habe ich mich natürlich nicht für Fußball entschieden, sondern habe mich für eine Ausbildung entschieden und habe dann ein gutes Angebot aus Aurich bekommen. Von der Sportvereinigung, was auch sehr, sehr schön war. Die 3 Jahre waren sehr, sehr wichtig für mich, die ich da habe. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Hab dann nochmal für mich entschieden, eine Lehre zu machen. Muss natürlich auch sagen, ich wollte kein Polizist sein. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich war. Und habe dann einfach nochmal nicht bei Null angefangen, sondern habe versucht, dann über eine neue Ausbildung mir einfach einen neuen Weg zu geben. Dann natürlich auch mit Fußball spielen, weil der Fußball hat es mir auch geebnet. Auch in Aurich hat der Fußball mir die Möglichkeit geebnet. Und deswegen war dieses Fußballsein gar nicht in erster Linie bei mir, sondern eher so, und das habe ich damals schon gesagt, ich wäre auch damals irgendwann mal in den Trainerbereich gegangen, weil ich mein Talent nicht als Spieler gesehen habe, ich muss ehrlich sagen. Ja, aber trotzdem 94 als Mittelfeldspieler, dann bei Hansa Rostock. Das war dann auch diese, wie soll man sagen, die Wege, die dann manchmal kommen. Frank Pagelsdorf war zu dem Zeitpunkt U23-Trainer bei Hannover 96. Wir haben gegen Hannover 96 gespielt, haben, glaube ich, 5-1 auf den Arsch gekriegt und ich habe das eine Tor gemacht und das ist ihm im Kopf geblieben. Und dann wollte er mich damals schon ein Jahr früher zur Union Berlin holen. Habe das damals noch abgelehnt, weil ich meine Lehre zu Ende machen wollte. Also auch da war ich relativ straight und habe gesagt, ich mache es erst zu Ende. Und habe das Glück gehabt, dass er ein Jahr später nochmal gekommen ist. Das Interessante dabei ist, eigentlich als Trainer von Union Berlin. Und dann hat Union die Lizenz nicht gekriegt für die zweite Liga. Dann ist er nach Rostock gegangen. Und hatte mich dann mitgenommen nach Rostock in die Heimat, was dann auch ganz, ganz große Zufälle sind. Wenn man heute drüber redet, sagt jeder, habe ich schon drei, vier Mal gehört. Aber das sind dann eigentlich Zufälle, die gar keiner erklären kann. Und dann ging es von Rostock in die Bundesliga. Und das war eigentlich eher auch die Überraschung, weil als Frank Pagelsdorf die Mannschaft übernommen, waren wir Zwölfter. Und ein Jahr später sind wir mit einem ganz, ganz wilden jungen Haufen, würde ich mal heute sagen, in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann war Hansa insgesamt 10 Jahre Bundesliga. So, dann wird man Profi, Fußballprofi. Was bedeutet das, wenn man den Beruf dann, sage ich jetzt mal, als Hauptjob hat mit allen Höhen und Tiefen? Was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass ich das erreicht habe, was ich immer wollte. Also ich wollte immer Profi werden. Ich muss natürlich sagen, das habe ich mir schon in der 3. Klasse vorgenommen. Da gab's dieses, die Bundesliga noch geil, da war es noch der Oberliga. Also war das immer schon so als Kind? Ja, der Traum, so bei mir war es ja als kleines Kind dann, ich wollte entweder Priester werden, das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Dann wollte ich Gärtner werden, weil mein Onkel Gärtner war, der war aber in Tasmanien. Und dann war natürlich die Leidenschaft, zu Hause beim Kochen zu helfen. Also kann man sagen, das war schon im Körper so ein bisschen der Wunschtraum? Ja. Es gab eine Chemielehrerin bei uns, die war mal sauer, so nach dem Motto, was willst du werden? Und dann habe ich gesagt, ich werde so oder so Fußballer. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, wenn du Fußballer wirst, dann lerne ich die Fußballregeln. Und als ich dann in Rostock dann wirklich bei Hansa war, dann kam eine Klasse zu mir an und sagt, kennen Sie die Frau Götsch? Ja, sage ich, die Frau Götsch kenne ich. Warum? Ja, die hat jetzt gesagt, sie muss die Fußballerregeln lernen. Ja, so ist das. Und das war noch weit weg von der Wende. Ich wollte immer im Sport bleiben, ich wollte immer Trainer werden, also eher Trainer als Spieler. Und das habe ich auch öfter schon mal erzählt. Als ich dann bei Hansa angefangen habe, bin ich als Amateur zu Hansa Rostock gekommen, nicht als Profi. Da habe ich zu meinem Vater damals gesagt, ich brauche ein Bundesligaspiel, um dann Trainer werden zu dürfen. Also es war immer, irgendwie war immer der Wunsch, Trainer zu werden von Anfang an. Und damals war es noch ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn du Bundesliga gespielt hast, erst oder zweite, war es damals einfacher, den Fußballlehrer zu machen oder dann in den Bereich zu kommen. Aber ich wollte eigentlich Bundesliga spielen, um Trainer zu werden. Dass dann so lange Bundesliga wurde, ich glaube, damit hat keiner gerechnet, nicht mal ich. Musste man also dann dadurch nicht jetzt hier in der Sporthochschule Köln diesen Lehrgang machen, wenn man Bundesligaspieler war? Ja, aber doch. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfacher.
Also zu dem Zeitpunkt war es aus meiner Sicht einfacher. Da hätte ich auch erstmal reinkommen können. Es war vielleicht auch, das war 94, 95. Also da war die Fußballausbildung noch eine andere. Ob ich da je reingekommen wäre, wissen wir ja gar nicht. Das war vielleicht ein bisschen naiv gedacht. Aber es war immer Ziel, Trainer zu werden. Und da muss man sagen, so 94, 95, 96, wenn sie sich da mit Fußballern unterhalten haben, da wollten die wenigsten Trainer werden und die wenigsten wollten Sportmanager werden und weiß ich was alles. Ich glaube, das kam dann immer ein bisschen später, wo sie dann alle gemerkt haben, so viel können wir ja gar nicht, bis auf Fußball. Also mussten sich auch wieder überlegen, was sie machen. Und mein Ziel war eigentlich immer dann wirklich dieses Ziel, was ich jetzt erreicht habe, nicht Bundesliga-Trainer, sondern wirklich Trainer zu werden, weil das war immer, das war wirklich dann wirklich mein wirklicher Wunsch. Aber es ist doch so, dass dieses Profifußballgeschäft ja ein sehr komplexes Thema ist. Wenn man heute sieht, ist es ein bisschen vergleichbar mit der Spitzengastronomie. Es ist ja sehr eng alles geworden. Also jeder schaut beim anderen, jeder versucht natürlich, seine Mannschaft für sich zu gewinnen. Fangen wir mal an, wie wichtig ist zum Beispiel das, was ich verkörpere, nämlich die Ernährung bei euch im Fußball. Man hört so wenig, ich finde es immer so schade, wenn die Nationalmannschaft die Weltmeister spielt, dann hörst du über alles Mögliche, wo die wohnen, wie viele Schwimmbecken die haben und wie viele Sporthallen die haben. Aber was essen die eigentlich? Wie wichtig ist jetzt zum Beispiel beim 1. FC Köln oder wie funktioniert das Tagesgeschäft? Also erstmal muss man sagen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück und dann kommen wir darauf. Als 94, 95 der Profifußball begann, ist das nicht zu vergleichen mit dem heutigen. Nicht mal annähernd. Es gab kein Handy, die ganzen Twitter und Facebook und was da alles heute rumschwirrt, gab es alles gar nicht. Da gab es nur die bösen Journalisten am Rand. Ja, aber die Journalisten mussten wirklich noch was tun. Also die Journalisten mussten wirklich zum Platz kommen und sich mit dir unterhalten, um eine Geschichte zu haben. Die konnten nicht irgendwie das Handy aufmachen und gucken, sondern die mussten auch arbeiten. Ne? Klar, und nicht einfach nur auf Klickzahlen. Aber da war auch die Qualität der Journalisten aus meiner Sicht höher und mussten nicht nur abschreiben. Okay, aber jetzt wollen wir nicht den wieder, ne? Das lassen wir. Nee, und dann hat sich bei uns der erste Trainer, der extrem drauf geachtet hat, war Evalin. Der kam damals aus Teneriffa, kam 97, 98 nach Rostock und hat dann das erste Mal auf Ernährung geachtet. Da haben wir den alle angeguckt, da haben wir gesagt, was will der? Zum Beispiel was? Na, zum Beispiel haben wir darauf geachtet, dass es eben keine Cola mehr gab oder dass süße Getränke aufgehört wurden. Dass dann wirklich, dass wir immer Nudeln hatten. Ja, das war alles da. Aber warum haben wir die Nudeln gegessen? Damit hat sich keiner beschäftigt. Also was die Energiezufuhr angeht, was Belastungssteuerung angeht, das gab dann 98, 97, 98 ging das erst langsam los. Ja, das ist ja heute, klingt das alles so, heute hat jeder Fußballer einen Ernährungsberater, hat seinen eigenen Athletiktrainer bei gewissen Vereinen und weiß ich was alles. Das ist ja eine ganz andere Geschichte heute. Wenn wir heute den Jungs was anbieten beim Platz, dann ist alles abgestimmt. Also es ist nicht einfach so, dass die Jungen ihr Butterbrot aufmachen und sagen, wir essen irgendwas, sondern es ist alles abgestimmt. Wir haben jemanden da, der für die Jungs kocht. Der kocht im veganen Bereich, der kocht im gesunden Bereich. Da ist schon alles dann abgestimmt, dass gewisse Sachen einfach auch nicht mehr kommen. Und heute zum Glück auch die Sachen, die dann alle gesund sind, schmecken sogar heute noch. Ne? Also früher hatte man das Gefühl, wenn früher was gesund war, hat auch nicht geschmeckt. Heute schmeckt alles gut oder in den meisten Fällen. Und ich glaube, das hat sich ganz, ganz enorm gewandelt. Das merkst du auch wenn keiner drüber redet. Ich glaube, jeder hat seinen jemand, der ein Experte ist in der Ernährung, gerade bei den absoluten Spitzenvereinen. Die meisten haben mittlerweile ihren Koch, haben ihre Leute direkt, die sich nur darum kümmern. Und das ist bei uns auch so. Also wir haben einen Athletiktrainer, der sich damit beschäftigt, wie die Jungs sich ernähren, wie die Energiezufuhr ist, wie das alles dann auch zu den Jungs rechtzeitig kommt. Wann essen sie, wie essen sie? Wir immer noch im kleinen Bereich in Köln. Aber da gibt es Vereine, die sind schon viel, viel besser aufgestellt, viel klarer aufgestellt. Und die Ernährung, Energiezufuhr, das wird immer ein größeres Thema. Wie sieht so ein Tag aus beim 1. FC Köln? Nehmen wir mal Beispiel. Es ist Samstag ein Spiel. Wie sieht das aus? Also Samstag ist es dann so, dass wir wirklich natürlich immer Frühstück anbieten, wenn die Jungs wollen. Sonst treffen wir uns 3 Stunden vorm Spiel. Werden die Jungs dann halt auch, vorher treffen wir uns, um die erste Sitzung zu machen. Dann ist 3 Stunden vorm Spiel dann wirklich eine Nahrungsaufnahme. Um dann also diese Energiezufuhr, dass wir die rechtzeitig oder zum richtigen Zeitpunkt zum Spiel haben. Ja, das ist relativ einfach. Interessanter wird es, wenn sie einen langen Tag haben. Also ich sage jetzt nehmen wir mal die Spiele international oder jetzt am Freitag gegen Bayern. Wenn du 20.45 Uhr spielst, da ist es dann eher interessant, über den ganzen Tag verteilt, wie du es dann machst. Von Frühstück angesehen, Training, zwischendurch ein Snack, dann die richtige Ernährung zum Abend hin, dass es nicht zu schwer ist und trotzdem Energiezufuhr ist.
Und das ist alles getaktet. 3 Stunden vorm Spiel gibt's Essen. Jetzt ohne irgendwelche Details zu verraten, was isst man? Was essen die denn da 3 Stunden vorm Spiel? In den meisten Fällen wirklich Bolognese und Hühnchen und Nudeln, Reis, Kartoffeln, also ganz, ganz normal. Da gibt's nichts Extravagantes. Salat weniger, weil Salat ein bisschen länger im Magen bleibt. Also da wird schon drauf geachtet. Dann die normalen Getränke, Wasser, dann gibt es natürlich auch Getränke, die Energiezufuhren, das ist dann eher so zum Spiel hin. Mhm. Also da gibt es gar nicht so, wie soll man sagen, nicht à la carte, sondern da gibt es dann wirklich das, was sich jeder vorstellen kann. Ich glaube, jeder Sportler kennt Bolognese. Ja, und das ist es dann schon. Also da ist nicht sehr viel Kreativität angesagt. Auch man kann auch eine Bolognese kreativ machen. Ja, gut, ist klar, aber ich arbeite für die Tennisspiele im ADB-Bereich, da muss ich sagen, da essen die meisten vegan. Ist ganz extrem stark geworden jetzt. Wird im Fußball auch immer mehr, dass die Leute darauf achten. Wenn ich sage, da ist Hühnchen drin, heißt ja nicht Fisch, habe ich vergessen, Fisch gibt's immer. Ja. Also das ist ja nicht so, dass jetzt jeder dann halt das Hühnchen nimmt, sondern die meisten essen dann wirklich, wo du sagst, Tomatensauce mit Nudeln. Mhm. Ja, wenn ein Stück Hühnchen möchte oder Hühnerbrust, dann nimmt das dazu. Mhm. Aber da achten die Jungs auch immer mehr drauf. Und dieses Vegane hält immer mehr, wie soll man sagen, immer mehr Einzug im Fußball. Und das Interessante, und auch das ist ja heute normal, es wird auch immer mehr akzeptiert. Weil wenn früher einer gesagt hat, er ist vegan, dann, also ich kenne Micha, ich habe schon mit den Augen gedreht. Ich sage, was ist jetzt vegan, was ist denn jetzt mit dir? Heute ist es schon so, dass man sagt, also die Akzeptanz dahin wird auch immer größer. Horst Licht hat damals in der Sendung gesagt, die Veganer haben 2 Vorteile. Die bekommen keine Falten, die werden welk. Und das zweite war, man braucht sie nicht beerdigen, man kann sie kompostieren. Okay, so habe ich es nicht gesehen, aber ich weiß ja, sag mal, das ist ja auch eine Entwicklung, die man durchmacht. Ja, genau. Und auch das muss man ja sagen, ne, wenn ich früher was Veganes im Mund hatte, die gedacht hat, das kannst du alleine. Heute schmeckt sogar vegan. Ja, muss man sagen. Da hat sich ganz viel verändert. Also ich bevorzuge das wirklich, wenn ich kann, also überwiegend. Das ist wirklich was Besonderes. So, jetzt aber vielleicht etwas, was ja auch natürlich wichtig ist. Wie lebt denn die Familie Baumgart privat? Essensmäßig meine ich jetzt. Oh, essensmäßig. Also wenn's um meine die Frau sitzt da draußen, die hört zu. Nein, die Sorge habe ich nicht. Ich bin da sehr, sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Wir leben, ich weiß gar nicht, ob wir sagen, wir leben gesund, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier alles, was fettig ist, reinhauen oder nicht. Ich habe das Glück, dass ich eine Frau habe, die sehr, sehr gut kochen kann und das auch sehr, sehr gerne macht. Zum Glück, weil ich kann es gar nicht. Also ich bin, nee. Nein, ich bin ein guter Beikoch. Beim Schnibbeln bin ich überragend. Ja, Kartoffeln schälen, Möhren schälen. Es darf nur nicht alles genau aussehen, sondern ich mache das mache ich auch sehr gerne. Und das Kochen ist dann wirklich das macht dann wirklich meine Frau. Nee, wir essen, ich würde mal sagen, wir essen ganz normal. Wir essen von, wie soll man sagen, wenn ich jetzt wieder sage Kassler, dann wissen alle, das ist halt mein Lieblingsessen mit. Wir essen von Kassler bis Salat. Gestern Abend gab es Salat mit Stulle. Das ist dann auch so, genauso wie Königsberger Klops oder eben halt einfach eine Frikadelle, die wir uns dann machen. Also ich glaube, wir essen sehr vielseitig. Wir essen nicht ungesund, aber wir achten schon drauf, dass das Essen zu Hause schon sehr, sehr schmeckt. Also da achten wir beide schon drauf. Und das, was wir sehr gerne machen, wir gehen sehr, sehr gerne essen. Also wir sind sehr viel unterwegs und probieren eigentlich beim Essen alles aus. Wie ist es bei den Auswärtsspielen? Aber da bleibt keine Zeit, irgendwas nebenbei zu machen, oder? Weil das ist ja alles durchgetaktet. Nein, da hast du einen ganz klaren Ablaufplan. Also ich sag mal, wenn wir abends ins Hotel kommen, dann ist eine halbe Stunde später Essen. Dann isst du den normalen, das, was es zum Abendbrot gibt, und dann wieder eigentlich dasselbe. Nudeln, Reis, Kartoffeln, Fisch, Fleisch, Salat, alles, was dazugehört. Milchreis, Fußballer sind große Experten im Milchreis. Es gibt keine Fußballmannschaft, die nicht als Nachtisch Milchreis isst. Ist das wirklich so? Ja, das ist ganz extrem. Da gibt es Bewertungen. Jeder Milchreis wird bewertet. Zu warm, zu knuffig, zu matschig, zu nicht. Ja, das kocht dann das Hotel, wo ihr wohnt? Oder ist da jeder Milchreis? Also ich weiß zum Beispiel bei Bayern oder so, da sind ja öfter Köche auch dabei. Ja, das weiß ich nicht, wie Bayern Milchreis macht. Also bei uns ist Milchreis ein ganz, ganz großes Thema in jedem.
Ich bin einer, der Milchreis gar nicht isst, also wirklich gar nicht, ich kann das nicht mal sehen, aber ich kann sagen, die Diskussion, die wir am Tisch über Milchreis haben, die sind gigantisch. So Kinderessen. Aber ich weiß von einem großen Konzern, dass gerade diese beiden Produkte, Milchreis und Grießbrei, ja, das ist absolut nach wie vor die Kassenschlager sind. Gell? Die Leute kaufen das ohne Ende. Milchreis, selbstgemachter Milchreis wird in allen, bei jedem Fußballverein bewertet. Gibt's nicht. Also es gibt wirklich Ranglisten und ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere Manager das Hotel danach aussieht, ob der Milchreis schmeckt. Also. Das ist so wie für uns Fans dann die Currywurst, die wir bewerten. Ja. Schon mal gedesselt Currywurst in Stadien? Ja, klar. Sag, was ist die beste? Jetzt bin ich mal gespannt. What? In welchem Stadion? Nee, gar nicht im Stadion. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Es gibt in Rostock am Werfdreieck. Was? Rostock am Werfdreieck gab es eine Currywurstbude. Ja. Und da kann ich sagen, gab es die beste Currywurst, die ich je gegessen habe. Wenn Wolfgang Wolf und ich in Rostock sind, ist es eigentlich Pflicht. Wir schaffen es leider zu selten. Die Currywurst ist aus meiner Sicht, die Soße ist die beste, die es je gab für mich. Gar nicht im Stadion. Die gibt es im Stadion von dem gleichen Anbieter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er die Soße nimmt. Deswegen. Also ich muss sagen, ich war jetzt öfter in Bochum bei Freunden. Ja. Und da habe ich den Metzger kennengelernt, der die Stadion-Uhr macht. Die habe ich jetzt gegessen und ich habe die Schafe gehabt. In Bochum haben wir wirklich nach langem mal wieder Currywurst gehabt. Ja. Und die war überragend. Die hat mir wirklich gut geschmeckt, muss ich wirklich sagen. Das kann ich bestätigen. Ja, weißt du, diese ganzen Schickimicki-Läden da in den Städten, Berlin, überall, denke ich mir mal, hallo. Also so, das muss ja was Uriges sein. Aber Bochum kann ich bestätigen. Ich muss aber sagen, Bochum ist seit langem mal wieder eine Currywurst gewesen, die wir dann den Jungs angeboten haben, weil da eine Länderspielpause war. Also das machen wir jetzt nicht wundern. Nee, ist klar. Hatten wir Länderspielpause. Und da muss ich sagen, die war richtig gut, aber da bin ich dann auch eher bei der scharfen Soße, das muss ich auch sagen. So ein bisschen spicy ist schon nicht schlecht. Jetzt sind wir beim Essen und bei dem Genuss-Podcast von mir gibt es immer auch eine Kleinigkeit. Ich habe mir heute natürlich etwas überlegt, was eine gewisse Zweideutigkeit hat. Ich komme jetzt gleich wieder und dann probieren wir davon und dann geht's weiter. Alles klar. So, jetzt kommt ein kleines Wortspiel. Baumkuchen für Baumgarten. Das habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen, weil ich finde, das passt so gut zusammen. Süßspeisen sind ja, glaube ich, gar nicht so sehr das Thema. Oder im Sport? Nein. Gar nicht? Nein. Also es gibt kaum einen, der Süßspeisen nicht isst. Ja. Also Nachtisch ist immer wichtig, habe ich ja gerade gesagt. Es gibt bei Fußballern dann halt diese Milchreisgeschichte, aber Pudding oder Schokopudding mit Vanillesoße oder Erdbeeren mit Vanillesoße. Gibt's. Als Trainer, wenn die Jungs raus sind, gibt's dann 3 Kugeln Eis mit entweder heißen Himbeeren für mich oder Erdbeeren oder die da nicht heiß, aber. Wie wenn sie raus sind, wo raus sind? Naja, wir warten noch ab und zu mal, bis die Jungs raus sind und dann gibt's trotzdem noch Eis fürs Trainerteam, wenn sie was wollen. Ach so, okay. Also da war ein Unterschied. Das macht ja dann Unterschiede, genau. Das ist ja auch wichtig so. Ja, Baumkuchen ist ja ein sehr vielschichtiges Gebäck, so vielschichtig wie mein Gast heute, muss man sagen. So viel, was man alles auch lesen darf und was man alles mitbekommen hat. Aber ich würde jetzt gerne mal etwas für mich verstehen wollen. Und zwar, es gibt Situationen im Fußball, ich bin großer Fan und ich glaube, jeder der Zuschauer bekommt ja mit, dass es Situationen gibt, ich nehme jetzt mal den VfB Stuttgart vom letzten Jahr, katastrophal, zittert sich da vor sich hin und plötzlich sind die da ganz weit vorne. Oder es gibt viele andere Beispiele, auch in der Nationalmannschaft. Wie kommt das zustande? Das ist etwas, was mich wirklich intensiv und ich glaube auch alle Zuhörer fasziniert. Wie geht das? Es ist ganz schwer zu erklären, weil wenn wir alle eine Erklärung hätten. Ich glaube, im Sport ist es ja oft so, das ist dann natürlich auch immer vom Gegner abhängig. Du hast immer einen Gegner. Also selbst in Einzelsportarten hast du einen Gegner, ich sage jetzt mal, wir haben ja gerade über Tennis gesprochen, wo du dich gegen den Gegner durchsetzen musst, aber du musst auch gegen dich dann oder mit dir selbst kämpfen. Im Fußball ist es oft so, dass Sachen, die zum Beispiel vorher funktioniert haben, also jetzt Köln jetzt zum Beispiel, haben 2 Jahre alles relativ gut funktioniert. Ja, war doch super, alles. Und auf einmal... Aber die Sache ist ja mal die, also erstens muss man sagen, das ist ja auch die Entwicklung. Erstens wissen Leute vielleicht, was du gut machst und was du nicht gut machst. Das heißt, sie stellen sich besser drauf ein. Dann verlierst du vielleicht den einen oder anderen Spieler. Das heißt, die Jungs, die da nachkommen, müssen erst in die Situation reinwachsen. Und im Fußball sind ja ganz, ganz viele Millimeterentscheidungen.
Also, wie soll man sagen? Also jetzt, wenn wir das letzte Spiel nehmen, wir verlieren 1-0. Gegen Bayern München. Gegen Bayern München. Was ja jetzt nichts Tragisches ist, weil... Nein, wenn man das Spiel aber genau betrachtet, dann hätte es eigentlich höher ausgehen müssen für die Bayern, weil sie einfach dann auch die Qualität hatten. Trotzdem gab es ein, zwei Momente, wo wir hätten ein Tor machen können. Und dann wird das Spiel der Bayern, was eine absolute Überlegenheit hat, was auch verdient gewonnen wurde, wäre das wieder mit einmal anders bewertet worden. So, und im Sport ist es oft so, wir reden ja oft über den Kopf, wenn wir jetzt mal die deutsche Nationalmannschaft nehmen. Und wir reden ja mittlerweile immer von diesem sogenannten Qualitätsproblem, was wir haben. Wir haben kein Qualitätsproblem. Wenn ich sehe, wo unsere Jungs alle spielen und unter welchen Bedingungen sie spielen, wo in welchen Spitzenvereinen sie spielen, dann können wir kein Qualitätsproblem haben. Und die haben ja auch nicht Fußballspielen verlernt. Genau. Ich glaube einfach, dass das dann eher eine Situation des Kopfes ist und dann eher auch, wie soll man sagen, das Selbstvertrauen. Also wenn ich sehe, was ich sag mal, wenn ich jetzt mal einen Florian Wirtz nehme von Bayer Leverkusen, wenn ich sehe, ein Tar, jetzt wenn wir die jetzt mal Leverkusen nehmen, mit was für einem, mittlerweile auch, hat sich ja der Fußball ja auch verändert im letzten Jahr. Wenn wir sehen, mit welcher Klasse die jetzt Fußball spielen im eigenen Verein und dann beobachten wir sie in der Nationalmannschaft, dann sind das immer noch Unterschiede. Da fehlen vielleicht auch Millimeter nur. Aber es ist schwer zu erklären. Also ich kann nur sagen, dass es wichtig ist, einfach in gewissen Situationen bei dir zu bleiben, aber in gewissen Situationen vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen und nicht alles Negative in dich reinschütten, um es mal so auszudrücken. Sondern dann wirklich ist mehr Trainer. Und der Trainer hat ja heute natürlich, der will ja den Leuten nicht erklären, wie der Fußball aussieht und wie man den behandelt, sondern da ist ja wahnsinnige Psychologie dabei. Ich meine, es ist ja Motivation, zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu finden. Ich meine, ist es natürlich auch ein Teil der Trainerausbildung, aber da muss man auch schon besondere Fähigkeiten haben. Ja, aber das ist ein relativ kleiner Teil der Trainerausbildung, weil es ist schon schwer. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich Psychologie dich damit beschäftigst, dann ist es ja, kriegst du es ja nicht in 10 Monaten. Also ich glaube, wenn du das studierst, brauchst du 4 bis 5 Jahre und dann fängst du erst an zu arbeiten, dann kannst du es immer noch nicht. Das ist ja auch ein Job, da lernst du ja auch in der Erfahrung. So, jetzt machen wir 10 Monate den Fußballlehrer, wie soll da kriegst du zwar... Die Prinzipien? Ja, da kriegst du auch ein paar Sachen mit. Ich glaube, am Ende ist es einfach so, kriegst du das hin. Also das, was ich da in Psychologie mitgekriegt habe, glaube ich nicht, dass das jetzt das ist, weil ich jetzt so mit den Jungs arbeite oder jetzt besser oder schlechter arbeite. Ich glaube, entweder kannst du mit Leuten umgehen oder du kannst nicht mit Leuten umgehen. Und das kann mal, wie soll man sagen, mal lauter sein, mal leiser. Das ist, glaube ich, überall so. Den einen kannst du etwas härter ansprechen, den anderen musst du halt 3-mal den Kopf streicheln, dem nächsten musst du das Selbstvertrauen geben, weil er sein Selbstvertrauen verliert, nur weil er mal einen Ball nicht getroffen hat. Also ich glaube, die Arbeit, die du als Trainer hast, ist nicht nur das Taktische oder dieses Emotionale, ja, sondern das ist auch, verstehe deine Spieler. Ja, ich glaube, das ist ja überall, wo du im Team arbeitest, also nicht nur im Fußball. Überall, wo du im Team arbeitest, ob in der Wirtschaft, wenn du deine Jungs verstehst, wenn du denen Sicherheit gibst, Klarheit gibst, dann hast du in den meisten Fällen Erfolg. Das ist ja auch das, warum ich sage, wir werden in der Liga bleiben. Weil ich einfach glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen mit den Jungs und dass die Jungs glauben, auch wenn es im Moment nicht so gut aussieht. Da habe ich nachher noch am Ende etwas, was ich gerne verkünden möchte, aber ich möchte gerne nochmal dabei bleiben. Jetzt, wenn sich die Spirale so in die falsche Richtung dreht, das ist ja, wir kennen das ja auch, ich kenne das ja auch in den Spitzenrestaurants, wenn irgendwann mal der Wurm anfängt, sich da festzufressen, dann denkst du irgendwie, was ist jetzt? Jetzt haben wir so lange, so gut, erfolgreich gearbeitet und auf einmal kommt eins zum anderen. Ich meine, das ist ja auch für die Moral, ist es ja wirklich hart, oder? Wie geht man da nach Hause? Ich meine, das kannst du nicht alles so aus dem T-Shirt schütteln. Das muss ja irgendwie auch psychisch verarbeitet werden. Geht man abends nach Hause und trinkt eine Flasche Wein oder was macht man da? Na, dann wär ich gefährdet. Ja, nein, ich sage jetzt mal, es ist ja nicht, das kennt man ja heute von vielen Leuten, gerade die bestimmte Situationen nicht richtig einordnen oder verordnen können. Was machen die? Ich meine, der eine läuft, der nächste säuft, der andere macht das. Aber es gibt ja für alle irgendeinen Kanal, wo man das vielleicht abbaut. Ja, wenn ich jetzt sage, der Kanal ist meine Familie, aber im Positiven, weil ich dann einfach wieder runterkomme. Aber jeder, der mich kennt, also meine Frau am besten, die weiß halt, wenn nach so einem Spiel, wie jetzt am Freitag, da ist nichts mit Schlafen. Ja, da bin ich dann irgendwann mal so aufgedreht, dass ich dann um 2 immer noch wach im Bett sitze. Wenn ich dann einschlafe, dann bin ich um 6 wieder wach, weil mir irgendwas durch den Kopf geht. Das ist schon nicht so einfach. Du musst dann schon gucken, dass du dir deine Ruhephasen nimmst und vielleicht mal zwischendurch, wenn du es kannst, einfach mal die Augen zumachst. Ich glaube, das Wichtigste ist, und
das ist das, du darfst dich, wie soll man sagen, wenn du anfängst, dich zu verändern und anfängst, mit der Situation zu leben, indem du sagst, jetzt die Situation ist schlecht, also geht es mir auch schlecht, die Situation ist gut, also geht es mir sehr gut. Ich glaube, dann machst du die größten Fehler. Ich glaube, du musst gucken, dass du den Bereich zwischen Sport, Trainer sein, Fußballer sein und dann Familie, den musst du einfach versuchen zu trennen. Das geht nicht. Also nicht, dass jetzt einer glaubt, ich trenne jetzt, wenn ich zu Hause bin, bin ich nur das, sondern ich bin dann immer Trainer. Das ist einfach so. Aber du musst dir halt Auszeiten nehmen. Und die Auszeiten bedeutet eben halt, und wenn du eine halbe Stunde mit dem Hund gehst, ja, und wenn du einfach dich vorm Fernsehen setzt, irgendeinen Blödsinn anmachst, und da gibt es genug Blödsinn, und einfach das Ding anstarrst. Das hilft manchmal. Also auf keinen Fall nochmal die Analyse des Spiels. Es gibt Trainer, die brauchen das. Es gibt aber auch so wie ich. Also ich kann mich nicht gleich danach mit beschäftigen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Also dann bin ich auch zu emotional aufgedreht. Und bin dann auch, muss man sagen, weil ich lebe es auch aus. Also ich würde dann auch den Fernseher anbrüllen, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Oder wenn Sportnachrichten kommen, wovon wir auch immer mehr kriegen. Die kann ich mir dann gar nicht anhören. Also ich kann jetzt sagen, jetzt die zwei Tage jetzt nach dem Spiel, ich habe nicht einen Sportsender an, nebenbei. Nix. Nein, nebenbei läuft zwar Fußball, also die zweite Liga läuft dann, oder jetzt würde dann, wenn ich jetzt zu Hause wäre, wird nebenbei die erste Liga halten. Aber es ist dann nicht so, dass ich jetzt 90 Minuten konzentriert gucke, sondern ich muss dann raus, mache dann ganz viele Sachen nebenbei, höre das alles, aber versuche mich dann rauszunehmen. Und alles andere wird auch nicht gehen. So das ist ähnlich wie bei uns, also bei den Kochsendungen. Die Leute sagen mir, ja, und hast du das gesehen? Dann sage ich, ja, das ist für mich gemachte Arbeit. Genau. Das kann ich nicht mehr ändern. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Wo soll ich mir da nochmal hinsetzen und mich nochmal kaputt ärgern oder freuen? Es ist letztendlich so, wie es ist. Wenn man mit einem guten Gefühl das Spielfeld verlässt oder in dem Fall die Außenlinie verlässt und wenn wir mit einem guten Gefühl aus dem Studio gehen, was wirst du noch viel am Ende, ich sage mal noch, da rumlamentieren? Es ist so, wie es ist, oder? Ja, nicht ganz, weil wir analysieren das schon. Also ich sag mal, zwei Tage später, dann gehen wir schon in die Analyse, machen wir auch. Und ich weiß auch nach dem Spiel relativ schnell, was gut war und was nicht gut war. Das kann sich auch, glaube ich, jeder vorstellen. Und gewisse Situationen habe ich dann schon geguckt. Aber wenn ich dann irgendwann mal, ich sag jetzt mal, nach dem Training, jetzt das Spiel ist gelaufen, dann nach dem Auslauftraining, wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich eher gerne im Stadion und gucke mir ein Spiel live an. Aber ich gucke kein Fußballspiel dann wirklich und gucke jetzt, und jetzt muss ich dann gucken, Darmstadt muss ich jetzt 90 Minuten gucken, weil ich jetzt Darmstadt am Freitag habe. Die analysieren wir jetzt die ganze Woche durch und so, dass ich dann auch am Freitag gut vorbereite. Das machen dann aber sogenannte Scouts oder Beobachter, oder wie geht das? Das machen wir im Team, ja. Das machen wir im Team. Wir haben drei Jungs, die sich dann wirklich um den Videoschnitt kümmern. Ja. Trotzdem gucken alle Co-Trainer, alle Cheftrainer, also insbesondere ich dann wirklich auch die Vorbereitung auf das Spiel, was war gut, was war nicht gut, also Nachbereitung von dem Spiel, Vorbereitung auf das nächste Spiel, das läuft in so einer Woche immer, aber bei mir nicht ein oder zwei Tage nach dem Spiel, weil da bin ich dann auch wirklich froh, dass ich andere Sachen machen kann. Ja, ist klar. So, jetzt natürlich noch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, was mich sehr freut, weil ich auch ähnlich denke, in einer Gesellschaft, wo es uns gut geht, gibt es bei dir ja auch sehr viel Soziales, was dir sehr am Herzen liegt. Machst du da genau? Ich mache viele, viele Sachen, also gerade auch Sachen, wo Leute mich ansprechen. Das kann, die Inklusion ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Toleranz habe ich gerade gelesen, Gymnasium auch. Toleranz bin ich in Paderborn immer noch dabei. Das ist auch wichtig, obwohl die Zeit es nicht zulässt. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, sich zu zeigen. Ich habe mit der Kölner Polizei zusammengearbeitet, oder sie haben mich darum gebeten zu machen, wo es dann darum geht, gerade was Trickbetrug angeht, einfach darauf aufmerksam zu machen. Ich war vor 4 oder 5 Wochen in Olpe im Kinderhospiz, was sehr beeindruckend war, das mal zu sehen und auch wahnsinnig. So dramatisch das dann auch ist, aber wie viel, also das Wort Freude ist vielleicht nicht das Richtige, aber wie viel Leute sich da engagieren, wie wichtig das ist, da auch ein versuchen, ein normales Leben aufzubauen, trotz der Schwierigkeiten. Das ist schon beeindruckend für mich und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da zeigt und auch immer wieder guckt, dass man da ist, weil helfen kann man nur bedingt. Ja, aber ich finde das sehr wichtig, was ich habe, wenn es in Köln um die Obdachlosen ging, habe ich bei einer Kampagne mitgemacht, weil ich das für sehr wichtig halte, dass wir da nicht die Augen zumachen, dass wir schon gucken, dass es uns besser geht als vielen anderen und wenn man da die Möglichkeit hat, sich zu zeigen, vielleicht auch im Kleinen zu helfen, weil es ist dann oft nur im Kleinen, dann sollten wir das versuchen, dann sollten wir das machen. Aber gerade dann auch, es gibt ja ganz, ganz viele Projekte, also das ist ja gar nicht so, dass du dich auf dem einen
auf den einen Punkt ausruhst oder beschränkst, sondern ich glaube, es schon sehr, sehr wichtig ist, in vielen Bereichen dabei zu sein. Ich arbeite gerade bei jemandem mit, der eine App rausbringt, wo es dann einfach darum geht, gegen diesen ganzen, ich sag mal, gegen dieses Sitzen, dieses vorm Computer sein, dieses Verblöden alleine zu Hause. Ja, da wollen wir gegen angehen. Da freue ich mich drauf, wenn das Ganze rauskommt. Dass man auch Leute begeistern kann vom ganz Simplen, vom Spazierengehen. Ja, zum Beispiel. Von sich Leute treffen. Das wird ja immer weniger, weil die Leute sich durch die Medien, durch das Telefon, ja, sie ziehen sich immer mehr zurück. Sie haben ihr Sprachrohr, in dem sie alleine sind und in irgendwelchen Chats mitschreiben und sagen, das ist die Welt, aber das ist ja nicht die Welt, sondern die Welt ist ja rausgehen, die Welt ist sich mit Leuten unterhalten, Leute kennenlernen. Aber da ist Fußball schon ein Kanal, das muss man schon sagen. Ich meine, ich finde, die Zuschauerbilanz in der Bundesliga kann sich ja wirklich sehen lassen. Also ja, das ist schon heftig, oder? Das ist richtig heftig, ja. Das ist auch, wie soll ich sagen, das ist auch verdient. Ja, nee, weil es ja wirklich... Ich meine, nein, ich glaube, Samstag, das ist dann wirklich so, dass es dann auch das ist noch, was die Leute mit am meisten interessiert. Mhm. Und wo sie natürlich auch ihre Emotionen ausleben können. Aus meiner Sicht nicht immer positiv, weil sie dann verkennen, dass es auch da unten die 22, die da sich bewegen, sind auch Menschen. Das wird dann schnell verkannt. Aber grundsätzlich ist das schon, dass das Sport insgesamt die Leute bewegt. Und das Gefühl für die Leute dann dabei zu sein, zu einer Familie zu gehören, zu einem Verein dazu gehören. Ich glaube, das wird immer wichtiger, gerade in der Situation, wo ich doch das Gefühl habe, dass viele Menschen sich immer mehr einsam fühlen. Aber was ich auch feststellen muss, was mich so ein bisschen auch persönlich manchmal nachdenke, stinkt, ist eine gewisse Aggressivität, die auch in den Stadien heute sich immer mehr verbreitet. Hat das was mit den Auswirkungen von Corona zu tun oder warum ist das so? Ich glaube, das hat viel mit der Unzufriedenheit der Menschen zu tun. Dass die Menschen, ist es immer das, wenn mich einer fragt, was ist das Wichtigste für mich? Ich sage, einfach mal zufrieden sein. Und ich glaube, die wenigsten können zufrieden sein. Und wenn sie dann in so einem Stadion sind, dann sind wir natürlich mit den Emotionen dabei. Ich finde, die gehören dazu. Ja. Aber das Kanalisieren... Herr Baumgart macht das vor. Ja, aber ich bin ja nicht dabei aggressiv. Ich mag für den einen oder anderen so aggressiv sein. Ich finde es ja so geil. Ich finde es ja so, ich finde es so, ach, das ist so, weißt du, so herzzerreißend, so dieses, das hin und her und drauf und runter. Das finde ich so. Aber ich bin dabei ja nicht beleidigend. Ich sehe manchmal sehr böse aus, wenn ich mein Gesicht sehe. Nein, aber das ist super. Ich finde es ja toll. So, und deswegen ist es ja wichtig, auch für die Leute, die im Stadion sind. Emotionen gehören ja dazu. Genau. Aber wir zwischen Emotionen und wir werden dann beleidigend oder wir gehen dann über die Stufe hinaus, dass dann, und das ist ja das manchmal, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, also das ist da die Jungs, die da draußen sind, und da geht es nicht um viel Geld oder wenig Geld, ne? Weil das passiert uns auch in der Regionalliga, es passiert uns in der dritten Liga, es geht ja nicht nur in der Bundesliga, dass Leute ihren Emotionen freien Lauf lassen und dann glauben, sie dürfen es. Und dabei aber verkennen, dass da wirklich, da ist kein Vieh, was da auf dem Platz läuft, ne? Sondern das sind Jungs, das sind Fußballer, das sind kleine Kinder, das sind große Kinder. Ja, und du merkst dann halt, dass es dann teilweise auch die Leute sind, die es eigentlich wissen müssen. Ja, die eigentlich im normalen Leben stehen, die dann auch ihr, wie soll man sagen, wie habe ich immer dann gehört, ja, ich lebe das aus. Ja, ich sage, was lebst du aus? Dass du Leute beleidigst oder was? Dass du dir die Birne vollhaust, besoffen bist und dann nicht komplett vergisst. Genau, du bist dann teilweise mit deinem Kind da, mit deiner Frau. Also ich weiß nicht, ob du das... Ja, genau. Ja, und dann stellst du dich Montag wieder vor der Klasse hin oder verkaufst Versicherung und machst wieder einen auf... Das Leben ist schön, wo ich sage, ja, so funktioniert es aber nicht. Ne? Nee, und die Aggressivität, die dann in den Stadion ist... Da ist dann teilweise wirklich so, dass, ich weiß nicht, ob die Leute mehr glauben, das ist ihr Eigentum und den müssen sie beschützen oder den müssen sie, also ich verstehe es mittlerweile auch nicht und jetzt muss ich. Schade. Ich finde es auch mittlerweile schade. Jetzt muss ich immer aufpassen. Ich war immer ein Befürworter von Bengalos und fand das immer sehr schön. Ja, ja, wegen den Farben. Und, wegen den Farben und ich fand das auch sehr emotional. Nur jetzt kommen wir in eine Situation rein. Zu es wird ja, und das ist dann auch wieder, wir haben eine Grenze überschritten, wo gar keiner mehr auf den anderen Rücksicht nimmt. Ja, es geht jetzt um die größere Show, es geht um noch mehr Raketen, noch mehr, wo du sagst, Leute, das ist jetzt vielleicht dann irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo es dann nicht mal mehr schön ist und auch nicht mal mehr was Besonderes. Ne? Und deswegen müssen wir mal aufpassen, dass wir da nicht den Fußball dann verlieren und oder den Fußball, wie soll ich sagen, der Fußball entfremden, wird natürlich, ja, der wird auch gerne genutzt, um dann zu sagen, ja hier geht's. Und dann hier sagst du, ja, nee, genau. Das kann ja nicht sein, dass wir in jedem Stadion Polizeieinsätze haben,
die über das Maß hinausging. Und dann geht es immer, ne, dann die einen sagen, die Polizei ist schuld und die anderen sagen dann, nee, die Fans sind schuld. Also wir sollten da schon wieder ein normales Maß hinkriegen. Und da sind dann halt auch alle gefragt. Wenn ich jetzt hier eine Liste liegen hätte mit den Spitzenvereinen aus Europa und könnte dir jetzt einen Wunsch erfüllen, bei welchem Verein wärst du gerne Trainer? Nee, gab's noch nie. Gab's noch nie. Wie? Es gibt nicht diesen Spitzenverein, wo ich arbeiten möchte. Ich bin, nein, ich fühle mich hier in Köln richtig wohl. Ja. Und Fußball ist ja, oder Fußballtrainer ist ja oft endlich. Ja, ja, ist ja, ja. Irgendwann ist vorbei. Und dann würde ich mich auf die nächste Aufgabe freuen. Aber wo und wie? Es gibt keine Ziele. Also ich finde das immer schwierig, wenn ich sage, also wenn ich mich jetzt in Köln hinstelle, wo dieser Verein, also der hat mir in zweieinhalb Jahren sehr viel gegeben. Und ich hoffe, dass ich dem Verein auch noch viel geben kann. Trotz der im Moment nicht so positiven Situation. Ja. So, da finde ich es schwierig, drüber zu reden. Und dann würde ich mich freuen, da mal Trainer zu sein oder da. Nee, ich freue mich hier im Jetzt. Ich bin absolut zufrieden. Ich freue mich auf meine Jungs. Ich freue mich, dass ich hier arbeiten darf und dass ich solche Spiele wie am Freitag oder jetzt in Darmstadt erleben darf als Bundesliga-Profi, darauf Tortrainer, darauf freue ich mich. Das alles andere, schön. Ja, das also ist es so gibt so schön. Viele große Vereine. Also die neue Schlagzeile heißt jetzt bestimmt, ja, ich bin so glücklich, 1. FC Köln ist mein Verein. Oder kann man das so zusammenfassen? Nein, auf keinen Fall. Warum? Weil ich das schwierig finde als Trainer, wenn ich sage, das ist mein Verein. Weil das glaubt ja auch keiner. Das ist, also das habe ich immer gesagt. Aber also, es ist ein Verein, wo ich gerne arbeite. Das ist richtig. Und das mit Herzblut. Ja. Aber ich habe in Paderborn 4 Jahre beim SC eine richtig schöne Zeit gehabt. Und dem Verein habe ich das zu verdanken, dass ich hier in Köln Trainer sein darf. Ne? Und deswegen ist das für mich nicht der. Und deswegen ist Paderborn einer meiner wichtigsten Stationen. Also im Fußball war es Hansa Rostock als Heimatverein. Union Berlin ist, weiß jeder, wie ich zu diesem Verein stehe. Und trotzdem finde ich das ganz schwierig. Auch eine Geschichte mit Union Berlin, unfassbar. Auch das Thema, was wir besprochen haben, unfassbar. Ja. Letztes Jahr Qualifikation für ganz oben und jetzt. Aber wir haben ja über das, wir haben ja über die Spitzenrestaurants gerechnet. Wenn man irgendwann mal aus der Situation rauskommt, dann stellt man fest, dass es Kleinigkeiten sind. Es sind nie die großen Dinge, es sind immer die kleinen Dinge. Und meistens macht man die Sachen dann nicht richtig, wenn es wirklich gut läuft. Das ist ja das Problem. So. Dass man im Erfolg, es ist ja kein schleichender Prozess, der dann später kommt. Es ist immer ein schleichender Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Und es wird auch nicht so sein, dass du immer die absolute Spitze bist. Oder ich sag mal, wie sagte mal jemand zu mir, also es wird nicht jeden Tag regnen. Irgendwann kommt wieder die Sonne. Ja, Gott sei Dank. Genau, und so sieht es, glaube ich, überall aus. Also ich könnte noch stundenlang reden. Ich habe jetzt erstmal, bevor ich noch etwas Persönliches verraten möchte, ich habe noch 2 Fragen immer am Ende. Die erste Frage ist, was würde Steffen Baumgart mitnehmen auf eine einsame Insel? Meine Frau. Klare und sehr präzise Antwort. Und die zweite Frage ist, was müsste ich oder was könnte, dürfte ich zur Henkers Mahlzeit kochen für Steffen? Boah, da gibt's viel, weil ich keine Henkersmahlzeit will, da würde ich mir wahrscheinlich Nein, ganz viel aussuchen. Die will ja keiner. Aber es ist eine Frage, die stelle ich immer und ich bin für alles da. Ich glaube, ich kann kochen, ich mag's. Nee, aber ich glaube, mein Essen wäre nicht kompliziert. Das wäre wirklich Kassler mit Sauerkraut und Kartoffeln, weil das ist dann, und da gibt's dann auch ganz viele noch, die ich jetzt auch aufzählen könnte. Ich will jetzt keinem essen. Aber ein besonderes Kassler. Ja, also ich bin absoluter Fan von Kassler. Weißt du, woher Kassler eigentlich kommt? Nein. Das kommt nicht aus Kassel. Nee, davon gehe ich aus. Also das denken ja viele. Kassel aus Kassel. Nein, es gab in Berlin einen Metzgermeister, der hieß Kassel. Ah. Und der hat mal aus Versehen ein Stück Fleisch in so eine Salzlake gelegt. Okay. Und das hat sich ja dann verändert optisch. Ja, ja. Und von dem stammt dann... Das wusste Kassler. Ich zum Beispiel gar nicht. Genau, das ist also das eine Berliner. Ja, ist eine Berliner Erfindung. Kassler hat nichts mit Kassel zu tun. Nee, da war ich mir relativ sicher, aber ich wusste nicht, wo der Name herkommt. Von dem Metzgermeister Kassel. Und schon gar nicht so aus Berlin kommt, deswegen schmeckt es mir wahrscheinlich so gut. So, ich habe jetzt ein Angebot und das meine ich jetzt vom Herzen, weil ich mich so gefreut habe, dass wir heute hier zusammensitzen durften. Es gibt 2 Möglichkeiten. Zum einen habe ich gehört, dass möglicherweise der 1. FC Köln eine kleine Kooperation mit meinem Heimatland der Steiermark vorhat. Ich weiß nicht genau, Trainingslager oder auch Werbung und Sonstiges. Sollte das der Fall sein, wäre das eine Option. Die zweite Option, die ich jetzt auch anbieten möchte, ist, wenn du und der 1. FC Köln in der Bundesliga bleibt, und das biete ich jetzt hier an, weil ich davon ausgehe,
koche ich für die Mannschaft und für euch kostenlos natürlich als Geschenk ein schönes Menü und möchte euch gerne kulinarisch verwöhnen, entweder hier in Köln, wann auch immer, am letzten Spieltag oder danach, oder wenn das nicht hier in Köln ist, dann vielleicht sogar in meiner Heimat Steiermark, wenn ihr im Trainingslager seid, dann komme ich mal und dann machen wir mal einen richtig schönen Abend. Boah, das nehme ich sehr gerne an. Also, wenn die Jungs nicht dabei sind, also ich finde genug Jungs, die da. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Aber also ich würde das sehr, sehr gerne annehmen. Ich will wirklich nochmal nachdrücklich meine Sympathie und meine wirklich große Sympathie zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Das mache ich gerne. Das ist ein Geschenk von mir, weil ich freue mich so, diese Persönlichkeit Steffen Baumgart heute kennenlernen zu dürfen. Also wirklich, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, die Jungs auch. Das ist manchmal mehr Motivation. Jetzt reden wir wirklich vom Profifußball als Kohle. das wird ein Abend. Ja. Das sind so Abende, die kriegst du dann nicht geschenkt. Oder die kriegst du geschenkt und nur geschenkt. So würde ich es gerne sagen. Da lässt man es richtig krachen. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Ich würde sogar den Trainingsplan danach einrichten. Da gibt es auch keinen Milchreis und auch kein Pudding. Da gibt es vielleicht was anderes. Da würde ich mich sehr gerne drauf freuen. Nehme ich sehr, sehr gerne an. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Und ich drücke die Daumen. Und wie gesagt, die Perspektive für ein gutes Essen ist auf jeden Fall da. Die ist Lohn genug, um in der Bundesliga zu bleiben. Ja. Dankeschön. Danke. Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.